Liebe Zuschauer, es gibt Menschen, die so vielseitig sind, dass man sie überhaupt nicht mehr einordnen kann. Heute werden sie einen Psychotherapeuten, einen Schauspieler, einen Priester und einen Publizisten kennenlernen. Das, was wir ihnen heute zu bieten haben, wird vermutlich so etwas sein wie eine psychotherapeutische Sitzung. Mein Gesprächspartner hat ein Buch geschrieben über seine Biografie und vorne auf dem Titelbild stehen die Worte Lesen auf eigene Gefahr. Und ich möchte Sie eigentlich warnen, liebe Zuschauer, hören und sehen Sie auf eigene Gefahr. Und nun stelle ich Ihnen meinen Gesprächspartner vor. Ich heiße Sie herzlich willkommen, Herr Dr. Jörg Müller. Herzlichen Dank, dass wir hier bei Ihnen im Palotti-Haus in Freising sein dürfen. Und ich freue mich, dass Sie zu vielen Fragen und Sehnsüchten, die unsere Zuschauer auch haben, antworten werden aus Ihrer vielseitigen Erfahrung. Sie sind Ordenspriester und zugleich auch Psychologe. Wie verhält sich das eigentlich miteinander? Ich habe manchmal den Eindruck, dass Leute sagen, naja, entweder ist er Psychotherapeut oder er ist Priester, aber irgendwo ist das doch ein Widerspruch oder zumindest sind das Konkurrenten. Was sagen Sie dazu? Der Begriff Psychotherapeut heißt Seelsorger. Und ich bin ein Seelsorger, dann umfangreich, umfassend. Es ergänzt sich wunderbar. Und ich wundere mich immer, dass Menschen darin einen Gegensatz sehen. Irgendwas stimmt da nicht. Es stimmt wohl, dass unter freudschen Zeiten und danach sehr viele auch kirchenfeindlich eingesinnt waren, Psychologen speziell kirchenfeindlich, die den Glauben da etwas suspekt betrachteten und ihn wegtherapieren wollten sogar. Aber ich sehe eine wunderbare Ergänzung, wenn man es richtig macht. Denn die Religion ist ja Therapie. Das Angebot Jesu ist therapeutisch. Und alle therapeutischen Regeln, die wir heute benutzen, der Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie und sonst wo, dienen sich ja eigentlich der biblischen Prämissen und der Aussagen Jesu nur eben profanisiert, aber es ist nichts Neues. Mhm. Nicht? Die Vergebung etwa, nicht? Das Gutsein, auch zu sich selbst. Mhm. Nicht? Ich wundere mich immer, dass die immer das als neue Erfindung herausgeben. Nehmen wir mal einmal an die Verhaltenstherapie in der Angst, die Konfrontation mit der Angst, die Ölbergtherapie. Ja. Jesus hatte Angst gehabt bei Ölberg vor dem Tod. Was macht er? Er macht genau das, was die Verhaltenstherapie heute noch macht, die Provokation. Auf, lass uns ihm entgegengehen. Nicht weglaufen, nicht erstarrt stehen bleiben, entgegengehen. Konfrontationstherapie, das ist Verhaltenstherapie. Sie haben schon gerade angedeutet, dass es also unterschiedliche Therapieformen gibt. Die klassischen Formen oder Richtungen heißen ja Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie und dann die tiefenpsychologische Methode. Wodurch unterscheiden die Methoden? Wenn man sie sauber trennt, dann ist die Gesprächstherapie eine rein kognitive, ein Reden über die Probleme. Es geht meist eher in den Kopf. Sie erreicht nicht sehr viel. Ja, da tun sehr viele Kollegen mit dem Gespräch alles abdecken wollen. Das funktioniert nicht. Die anderen machen Verhaltenstherapie, die schon sehr erfolgreich ist, wo man Übungen hat, wo man sich konfrontiert und die Angst abbaut langsam, um ein neues Verhalten zu lernen. Also ist auch sehr affektiv und effektiv. Das andere, die tiefenpsychologische, die kann man überall ansetzen. Unsere Methoden sind gemischt. Wir integrieren alle Methoden, nicht? Denn das Unterbewusste, was hier angesprochen wird, ist entscheidend. Wir machen sehr viel unterbewusst und wir versuchen nun, das bewusst zu machen, durch Rollenspiele etwa, Interpretationen, Deutungen. Und dann erfahren jetzt zum ersten Mal die Leute, ach, deswegen war mein Mann, meine Frau so aggressiv. Jetzt verstehe ich ihn endlich und kann jetzt auch besser verzeihen. Mhm. Interessant. Man macht ja die Beobachtung, gerade auch in unserer Zeit, dass die Gottesfrage mehr oder weniger bei vielen Psychotherapeuten ausgeklammert wird. Ich habe in Ihren Büchern gelesen, dass es ungefähr in Deutschland 140.000 Psychotherapeuten
gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass nur ein ganz kleiner Prozentsatz den Gottesbezug in ihre Therapie einbezieht. Was ist der Grund eigentlich dafür? Sie haben schon gerade darüber gesprochen, dass Psychotherapeut eigentlich Seelsorger heißt. Ich denke, es ist eine Aversion gegen Religiöses und Kirchliches und Eingebundenes. Man möchte weltanschaulich neutral bleiben. Diese Prämisse, dieses Diktat, dieses Dogma der Neutralität ist Unsinn. Es gibt keine neutrale Therapie, können wir vergessen. Und wir haben festgestellt, dass oft auch der Therapeut seine Ausstrahlung mehr hilft als die Methode, die er anwendet. Da wir mischen, wissen wir oft nicht, was hilft, aber irgendwas hilft. Nicht? Und diese Distanz zu Religion und Kirche, die ist auch geschichtlich zu verstehen, da waren oft auch Missverständnisse. Selbst die Kirche hat Aversion gegen die Psychologen dann. Inzwischen haben sie angefreundet. Inzwischen werden wir auch ausgebildet, Theologen ausgebildet, psychologisch. Es kommt jetzt drin vor im Lehrplan. Die Seele muss man auch kennen können, die Neurosenlehre etwa. Ne? Ich kann im Beichtgespräch ohne Kenntnis der Psyche kein Beichtgespräch führen. Ja. Nicht? Und das hilft mir schon sehr. Und ich mache aus dieser tiefen Psychologie eine Höhenpsychologie. Also ich sage mal so, die Psychologie hat mir geholfen, die Theologie auf den Boden zu bringen. Und die Theologie hat geholfen, die Psychologie in die Höhe zu heben. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen konkretisieren? Also, bei mir landen ja sehr viele Menschen, die religiöse Probleme haben, Höllenängste, Verdammungsängste, Schuldneurosen, Bestrafungen und so weiter. Und da merke ich, dass die falsch erzogen worden sind. Die sind alle fromm, aber nicht spirituell. Da unterscheide ich nämlich. Ne? Und dann helfe ich den Leuten anhand der biblischen Aussagen und des Gottesbildes und der Psychologie zu klären, was geschieht eigentlich hier drin. Du bist schuldig geworden, wirfst dir permanent die Schuld von Anno Tobak vor. Was soll das? Gott hat längst verziehen, nur du hast die nicht verziehen. Warum nicht? Da steckt ein Hochmut dahinter oder eben eine tiefe Angst, es nicht verdient zu haben. Die Deutschen lassen sich sehr schwer beschenken. Sehr schwer. Aber Gott schenkt ja. Ich denke an Camillo. Herr, ich möchte Wallfahrten machen, Opfer bringen, alles tun. Camillo, du musst gar nichts tun, ich schenke es dir. Aber ich bin noch Deutscher. Das kann ich verstehen. Es ist immer dieses Leisten. Leistungsdruck überall. Sogar frommes Leisten, um Gott zu besänftigen. Völliger Kacki. Nicht? Und dann hören die Leute zum ersten Mal, das habe ich noch nie so gesehen. Das ist ja interessant. Warum sagt man uns das denn nicht in den Schulen und den Predigten? Haben wir noch nie gehört. Ja? Ich wundere mich auch, warum man es nicht gehört hat. Ich wundere mich. Und ich glaube, dadurch, dass wir so streng das getrennt haben, Psychologie profan, antikirchlich, Theologie hier, das ist Unsinn. Das hat uns nur die Sache erschwert. Wir müssen das ergänzen, integrieren. Wir sagen integrierte Therapie. Wir haben mehrere Therapeuten, verschieden ausgebildet und wenden alle Methoden an und es hilft. Der Erfolg ist enorm aufgrund eben der Mischung. Und das Gebet kommt auch noch dazu. Aber wir dürfen das jetzt nicht überstülpen. Nicht? Sonst kommen noch fromme Leute, die wollen jeden Tag dann das Hand auf jeden Gebet. Da sagt nein, das machen wir schon noch, aber nicht zu schnell. Legt nicht zu schnell die Hände auf, sagt Paulus. Wenn man an die Tiefenpsychologie denkt, dann würde ich also einfach mal laienhaft sagen, man geht also in die Tiefe der eigenen Seele, schaut nach, was dort verdrängt worden ist, was unbewusst mich irgendwo plagt und ich mache diese Dinge bewusst. Und wenn Sie von der Höhenpsychologie sprechen, dann meinen Sie? Dann meine ich den Einbezug Gottes. Also jemand hat zum Beispiel, wir haben hier Männer schon mal gehabt, die sind sehr aggressiv, verschlüsselt aggressiv, im Widerstand ständig stehend und so weiter. Und wir haben herausgefunden, das war eine nicht gelebte Trauer. Wie kommt man nun da drauf, nicht? Für die völlig neu, aber einsichtig am Schluss, eine nicht nie gelebte Trauer. Wer generell Gefühle wie Wut, Schuld, Angst, Zorn nicht artikuliert, nicht vernünftig lebt, der verdrängt sie, bis sie ein Eigenleben führen irgendwo und eine merkwürdige Symptomatik produzieren. Und wir merken zum Beispiel, ein Beispiel nur, jemand, der permanent zu spät kommt, nur ein bisschen, aber immer, ist ein gekränktes Kind. Er trotzt immer noch wie ein trotziges Kind gegen Vorgaben, er weiß es aber nicht.
Er wird 1000 Gründe haben, warum er zu spät kommt. Glatteis, Radio, Bus, Telefonat, aber was. In Wirklichkeit arrangiert die Seele unbewusst die Verspätung so geschickt, weil er im Grunde gar nicht pünktlich sein will, er hat die Trotzphase nie leben dürfen. Er holt sie jetzt nach. Das ist Tiefenpsychologie. Und dann kommt auch Gott ins Spiel und damit auch die Höhenpsychologie. Es gibt einen Satz der Schrift, den kein Mensch kennt. Alle können Kreuz tragen, Wange hinhalten, sich erniedrigen. Aber den anderen Satz im Buch Sira steht, den kennt ja fast keiner. Ich sage mal, in aller Demut ehre auch dich selbst und gib das Recht, das dir zusteht. Versag dir nicht das Glück des Tages. Und wenn du andere beschenkst, vergiss dich selber nicht. Denn wer sich selbst nichts Gutes tut, ist unerträglich. Sehr eindrucksvoll. Ja. Was jetzt die Höhen- und Tiefenpsychologie angeht, werde ich an ein Gespräch mit dem Viktor Frankl erinnert. Zunächst war ja Viktor Frankl ein Musterschüler von Sigmund Freud. Und Sigmund Freud hat ja sozusagen die Tiefenpsychologie, wenn man so will, auch kreiert. Aber er blieb im Grunde dabei stehen und sagte also, Gott hat damit überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, Leute, die nach Gott und nach dem Sinn des Lebens fragen, sind Zwangsneurotiker. Frankl hat diese Schwäche seines großen Meisters erkannt, hat sich dann irgendwann von ihm abgewandt und hat die Sinnfrage und auch die Gottesfrage mit einbezogen in seine Psychologie. Und insofern kann man eigentlich auch schon davon sprechen, dass für ihn nicht nur die Tiefenpsychologie, sondern auch die Höhenpsychologie eine Rolle spielt. Dann fügte er hinzu, Sie als Seelsorger, und damit meinte er mich, brauchen Ihre Leute nicht auf die psychotherapeutische Couch unbedingt zu legen. Das ist ein Vorspiel, aber das Entscheidende ist, dass Sie ihnen die Botschaft von der Erlösung von Jesus Christus bringen. Daraufhin sagte ich zu ihm, Herr Professor, Ihre Bücher sind in viele Weltsprachen übersetzt worden, aber einen solchen Satz finde ich nicht in Ihren Büchern. Und dann fügte er hinzu, nein, das kann ich Ihnen auch nur unter vier Augen sagen. Wenn das in meinen Büchern stünde, dann würde ich von vielen Leuten nicht mehr als wissenschaftlicher Psychotherapeut ernst genommen werden. Damals. Damals. Das liegt jetzt 18 Jahre zurück. Das ist anders geworden. Ist das anders geworden? Paul Tournier, der Schweizer. Ja. Nicht? Also sehr viele haben als Analytiker und Psychologen Gott reingebracht, schon sehr früh. Nein, das ist vorbei. Die Zeit ist vorbei, wo jetzt Kollegen das belächeln oder als Charlatanerie, was weiß ich, bezeichnen würden. Das ist vorbei. Man hat erkannt, das ist ein wichtiges Thema, denn wenn die Weltanschauung krank macht, muss man sie thematisieren. Und gerade das Problem Schuld ist ein ganz wichtiges Problem. Nicht? Ich erkenne bei vielen Leuten eine Verdrängung der Schuld und nichts kann so kitten über das Grab hinaus wie Schuldgefühle. Und nun kommt ein Problem hinzu, auch für uns Therapeuten ein Problem. Die Unterscheidung von echten und falschen Schuldgefühlen ist sehr schwierig. Das Schuldgefühl ist ja da, aber kann ja lügen. Die Depressiven neigen zu falschen Schuldgefühlen, zu funktionalen, ohne schuldig zu sein. Und andere, die schuldig sein müssten, fühlen gar keine Schuld. Die Verschiebung ist momentan nicht zu erklären. Und es ist schwer, das auch zu lösen. Nicht? Da ist es gut zu wissen, Gott verzeiht, egal was, er verzeiht, du brauchst nur zu bereuen. Aus, fertig. Du musst keinen Popanz draus machen. Und das ist eine Frage der Demut, auch sich selbst verzeihen zu können. Nicht? Wir haben Rituale entwickelt hier in der Heiligen Gemeinschaft, Rituale richtige, die da helfen, loszulassen, zu verzeihen. Oft müssen die Kinder den Eltern verzeihen, den Großeltern verzeihen, den Partnern übers Grab hinaus. Und wir lassen einen Brief schreiben an den Täter. Die Briefe kommen auf den Altar bei den Opfergaben und werden danach verbrannt. Ein Akt des Loslassens hilft sehr vielen. Die Bewusstmachung im Brief, die Formulierung, zum ersten Mal was bewusst formulieren, ist der erste Schritt. Der nächste ist dann das Loslassen. Nicht zu schnell vergeben. Ich muss erst einmal die Wut als berechtigt annehmen können. Und da hapert es bei vielen frommen Leuten. Die meinen immer, Wut wäre Sünde. Wut auf Gott dürfen wir nicht haben. Wer Wut auf Gott hat, hat Interesse an ihm. Sei heiß oder kalt, aber nicht lau. Nicht? Und das ist eine Aufklärung. Wir müssen sie auch entängstigen und aufklären. Deine Wut ist doch keine Sünde. Pardon, das ist eine berechtigte Wut. Lass sie raus. Hier kommt meine Kritik an manchen Kollegen.
Sie fordern den Patienten auf, die Wut und die, auf die Eltern, die Täter rauszulassen, auf dem Kissen zu schlagen und die Eltern gewissermaßen in die Ecke zu stellen. Dann bleiben sie dabei stehen. Es kommt nicht zu einer Versöhnung. Und das ist für mich eine amputierte Therapie, die nicht wirklich heilt. Es gibt keine wirkliche Heilung ohne Versöhnung. Sie sprechen gerade die heilenden Gemeinschaften an. Sie haben ja eine solche heilende Gemeinschaft auch hier ins Leben gerufen. Die existiert seit 1995, wenn ich mich recht besinne. Sie haben das ja jetzt schon angedeutet. Was sind das außer diesen falsch verstandenen Schulderkenntnissen und die mangelnde Versöhnungsbereitschaft? Was sind das noch für Probleme, die hier immer wieder auftauchen? Wir haben Anmeldebogen, müssen die ja nennen, warum sie gerne kommen, ob sie in Behandlung sind, wenn ja, weshalb. Dann wird dann genannt Burnout. Oder ich kann mich schlecht auseinandersetzen mit meinen Eltern, ich bin noch verletzt, gekränkt, komme nicht los von den Kränkungen und Demütigungen. Oder Mobbing. Oder einfach Depressionen, psychosomatische Erkrankungen, Partnerschaftsstörungen, Sinnkrisen. Ich komme mit Gott nicht klar. Das sind so die typischen Dinge, die genannt werden. Aber dann muss das auch nicht stimmen, wenn wir dann etwas tiefer bohren am dritten, vierten Tag, dann kommen wir schon etwas näher an die Problematik und die ist oft eine andere. Ja. Und dann gehen wir eben zur Sache. Meine Aufgabe als Gruppentherapeut in der Großgruppe jeden Morgen ist zu provozieren. Ich muss den Finger auf die Wunde legen, verbunden werden sie am Nachmittag. Das heißt, ich muss provozieren, denn in der kurzen Zeit von 3 Wochen müssen wir was vorantreiben. Ich muss direktiv vorgehen, das tut manchen natürlich weh. Ne? Meine Problematik ist immer, wie weit kann ich bei dem Patienten jetzt gehen und bei der? Wo muss ich jetzt zurücknehmen? Das ist mein Problem, das geht einigermaßen. Mit vielen Rollenübungen, Spielen und so kann man es rauskriegen. Dann am Nachmittag kommen die Einzelsitzungen, wo das aufgearbeitet wird. Da haben wir noch Massage und Körpertherapie, was sehr wichtig ist, die Körperberührung. Dann haben wir Gebet, Gesänge, Atemtherapie, Körpertherapie, Bibliodrama gelegentlich auch. Wir haben Kunst und Werken. Also alles hat einen Wert, alles hat eine Erkenntnis und das Zusammenspiel ist wichtig. Typisch ist, dass in den ersten 2, 3 Tagen natürlich einige wenige das Kofferpack-Syndrom kriegen. Ich sage dann, einige von Ihnen werden am Mittwoch das Kofferpack-Syndrom kriegen und abhauen wollen. Nach dem Motto, ach, das gefällt mir nicht, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Nein, dann sind Sie hier richtig. Denn wenn Sie wieder flüchten, dann sagen Sie nur, dass Sie immer flüchten. Sie sind ein Flüchtling. Sie müssen jetzt mal das anschauen und sich konfrontieren mit Ihrem Schmerz. Ja? Dann geht das einigermaßen ganz gut. Und dann nach 3 Wochen wollen die alle noch länger machen und wollen gar nicht mehr weggehen und treffen sich oft in eigener Regie immer wieder zum Austausch. Sehr schön. Ja. Es kann passieren, dass wir dann nachher noch die Verwandten mit einladen, bei Eheproblemen etwa, weil oft die Symptome hier sitzen und nicht die Ursachen. Die sind zu Hause. Dann sagen wir, okay, Knefrau, wir müssen Ihren Mann noch einladen. Der kommt nicht. Ich rufe an, der muss kommen und die kommen alle. Denn mir fällt auf, dass auch bei Eheberatungen und Ehetherapien der Kollege nie den Partner einlädt. Da kommt die Frau und spricht ihre Probleme aus über den kaputten Mann, den Bösen, aber wir hören den Mann nie. Der muss ja auch her. Deswegen tun wir beide herbeibestellen, reden getrennt erst einmal und dann gemeinsam und versuchen eine Lösung. Ich muss sagen, unterm Strich, wir kommen damit sehr gut klar. Woran liegt es, dass man seinen Partner oder seine Partnerin nicht mitbringt? Dass sie also zu Hause auch nicht miteinander sich austauschen? Bei den einen ist es oft der Mann, der nicht kommt. Frauen sind offener, weil er entweder nicht einsieht, dass er Schuld hat oder Angst hat vor der Wahrheit. Dann rufen wir ihn an und bitten ihn herzukommen. Im Interesse der Ehe bitte kommen Sie. Die kommen auch dann alle. Und dann zeigt sich, dass durch das Hören der anderen Seite die Dinge sich verschieben und die Frau oft falsch interpretierte. Das Schweigen des Mannes wird oft interpretiert als Desinteresse, was nicht so ist. Da kommt eine Frau und sagt, sind 20 Jahre verheiratet, ich bin richtig depressiv, mein Mann ist so laut und so dominant, da werde ich ganz klein. Dann sagt er, ich bin nur deswegen so laut, weil du so klein bist. Merken Sie, ne? Und dann
versuchen wir das zu erklären, auch tiefenpsychologisch, warum das so ist. Da spielen nämlich die Eltern jeweils mit eine Rolle, die Erziehung schlägt hier mit hinein. Und da geht das eben bis zur Generation durch. Und wir müssen das dann auch im Rollenspiel durchspielen. Dann muss sie den Mann spielen, er muss sie spielen. Und dann kommen auf einmal die großen Offenbarungen. Im Rollentausch erkennen die ganz plötzlich wie eine Erleuchtung, ach, jetzt kapiere ich das erst. Ich beobachte in der Seelsorge, wenn ich also auch diese Eheprobleme dann habe, als Thema, dass die Leute sagen, wissen Sie, ich verabsolutiere meine Partnerin oder meinen Partner und der oder die sind für mich so etwas wie ein Gott. Und dann stelle ich irgendwo fest, dass meine Wunschvorstellungen einfach nicht in Erfüllung gehen, weil ich zu viel Erwartungen an ihn stelle. Und wenn dann diese beiden Partner, also die beiden Ehepartner, erkennen, dass sie Gott in ihre Ehe mit hineinnehmen, nicht, dann relativiert sich auch das Verhältnis untereinander. Und wenn sie Gott sozusagen als ihren, als ihren Erlöser in ihre Ehe hineinnehmen, dann merken sie, dass sie auch einander viel mehr vergeben können, weil sie einfach die Erfahrung machen, dass Gott auch ihnen ihre Fehler vergibt. Ja, aber Vorsicht! Es muss erstmal klargestellt sein, welche Beziehung hat der Betreffende, die Betreffende zu Gott. Die Beziehung ist eine ganz wichtige Erklärung oft, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Nicht? Denn die meisten Menschen lieben nur ein Bild vom Partner, nicht den wirklichen Partner. Die lieben netto, nicht brutto. Das geht in die Hose. Wir müssen brutto lieben. Ne? Und da mal klären, was hast du für eine Beziehung zu Gott? Die meisten haben gar keine. Ja. Nicht? Oder eben eine belastende, negative. Und da mal zu lernen, dein Gott, diesen Gott, den du da hast, den gibt es ja gar nicht. Nicht? Und dann Leuten sagen, Leute, ihr könnt erst richtig frei atmen, wenn mal die Beziehung hier geklärt wird. Du hast einen Gott, den hast du übertragen von deinem Vater. Dein Vater war Alkoholiker, war nie da, die Mutter war ohnmächtig und hilflos. Dein Gott, zu dem brauchst du gar nicht zu beten, der ist nicht da. Und du hast einen Gott, der dich bestraft, der wie ein Polizist kontrolliert, weil deine Eltern so waren. Den Gott gibt es nicht. Die haben die Elternbilder projiziert auf das gedachte Gottesbild, im Kindesalter schon. Und die Mehrheit der Kinder, der Erwachsenen korrigiert das dann nicht mehr. Die machen Abschied von Gott, dann zu Recht, den Gott gibt es nicht, haben sie recht, aber finden den Richtigen nicht. Und da frage ich mich jetzt, was tun wir in der Katechese, in den Predigten, in der Homilie, die Kirche, um die Menschen einen neuen Zugang zu Gott zu finden? Stichwort Camillo. Und so weiter. Und wann hat der Pfarrer zum letzten Mal vor der Gemeinde seine eigene Gotteserfahrung mal geoutet? Das wäre mal zu fragen. Wir reden über Gott, hochtheologisch, hier rein, da raus. Aber hast du Gott erfahren? Wenn ja, bitteschön, erzähl es mir, ich möchte es gerne mal wissen. Hm? Das ist für Sie ein ganz entscheidendes Thema. Ich erinnere an ein Buch, das Sie mal geschrieben haben in den 90er Jahren, Gott ist anders. Wie kommt es, dass ausgerechnet also auch die Gottesvorstellung in unseren christlichen, in unseren kirchlichen Kreisen oft so pervers ist? Aber die Frage ist gut. Wenn ich die Übersetzungen in der Bibel sehe, im Neuen Testament, dort steht Strafen, Strafen, Strafen. Paideio steht da im Griechischen. Das heißt nämlich nicht Strafen, das heißt Erziehen, Maßregeln, aber nicht strafen. Und natürlich immer nur bestrafen. Warum hat man diesen Gott immer als strafenden Gott hingestellt? Und Strafgericht? Ja, die Frage ist immer berechtigt. Wer hat das gemacht? Wo kommt das ja eigentlich her? Wollte man ein bisschen Druck ausüben, Angst machen, um die auf die Morallinie zu hemmen? Wahrscheinlich. Ist überhaupt nicht nötig. Die Liebe, die führt uns zur Moral. Das Christentum ist keine Moralreligion, es ist eine therapeutische Religion und dann vielleicht eine asketische oder mystische, aber keine moralische. Nicht? Wenn ich an die 10 Gebote denke, dann meinen die Leute immer, hier werden Verbotstafeln aufgestellt. Aber wenn man dann ins Alte Testament hineinschaut, dann werden diese 10 Gebote ja eingeleitet mit den Worten, ich bin der Gott, der euch aus Ägyptenland herausgeführt hat. Ich habe euch diese Freiheit gebracht und möchte gerne, dass ihr diese Freiheit auch lebt. Und wenn Luther vielleicht fälschlicherweise über
setzt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter, so kann man ja diese hebräische Formulierung auch anders deuten. Das heißt eigentlich, weil Gott dich liebt und weil er dir diese Freiheit geschenkt hat, wirst du den Gott lieben von ganzem Herzen. Ja? Du wirst da nicht mehr stehlen. Das heißt, zunächst brauchst du einen Zuspruch und dann wird es dir leichter fallen, auch danach zu leben. Würden Sie es auch so sehen? Unbedingt. Ich mache es fest an diesem merkwürdigen Satz, wen Gott liebt, den züchtigt er. Dort steht auch, wen Gott liebt, den zieht er an sich. Man kann im Hebräischen immer verschieden übersetzen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ne? Und wir sollten mal die barmherzigere Möglichkeit wählen. Nicht? Zwar ist Gott barmherzig und aber verbindlich, aber er ist nicht bedrohlich. Ja. Und wenn diese Bedrohlichkeit endlich mal wegfallen würde, dann würden viele Menschen freier und froher leben können. Die Angst macht uns nichts moralischer, überhaupt nicht. Die macht uns höchstens bedrückter und raffinierter, aber nicht moralischer. Ja, auf keinen Fall. Und ich kenne einen Student, der hat mal gesagt, ich musste als Kind immer anders sein, als ich war. Ich musste friedlicher sein, braver, gehorsamer, fleißiger, erfolgreicher. Jetzt mit 23 Jahren weiß ich zwar, wie ich sein soll, aber ich weiß nicht, wie ich sein möchte. Ich bin nicht ich. Hab mir gedroht, mit Liebesentzug gedroht. Ich musste mit Leistung die Liebe erkaufen. Und bei Gott ähnlich jetzt, mit frommen Leistungen mir die Liebe Gottes holen. So läuft das ab und das ist erschrecklich. Echt. Ich möchte noch auf einen anderen Gottesbegriff zu sprechen kommen. Wenn wir an unsere säkulare, an unsere postmoderne Gesellschaft denken, und diesen Gedanken habe ich von Horst Eberhard Richter übernommen, dann sagt er, der säkulare Mensch hat den allwissenden und allmächtigen Gott abgeschafft. Und deswegen empfindet er eine ganz tiefe Ohnmacht. Er weiß nicht, dass es einen liebenden Gott gibt. Oder ich werde spontan an Jean-Paul Sartre erinnert, der in seiner Biografie einmal geschrieben hat, der Existenzphilosoph. Ich habe von meinem Großvater ein Gottesbild überliefert bekommen und den Eindruck, dass dieser Gott ein Oberbefehlshaber ist, der mich nicht liebt, sondern der mir Befehle erteilt, die ich oft gar nicht ausführen kann. Und ich sehne mich nach einem Gott, den ich lieben möchte, aber diesen Gott habe ich nie letztlich kennengelernt. Und nun fährt Richter fort, diese Ohnmacht kann ja nur durch Allmachtsfantasien ertragen. Und diese Menschen, die jetzt ihre Ohnmacht in Allmachtsfantasien umwandeln, diese Leute haben nach seinen Vorstellungen einen Gotteskomplex. Lernen Sie auch solche Menschen kennen, die dieses Krankheitsbild vorweisen? Wenige. Ich kenne das Buch von Richter sehr gut. Aber ich kenne in meiner Praxis wenige Fälle dieser Art, vielleicht von den 20 Teilnehmern einer solchen heiligen Gemeinschaft mal gelegentlich einer. Das ist, ich glaube, das Gottesbild selbst ist bei denen weggerutscht. Das Allmachtsgebaren kann sich natürlich zeigen im Büro, im Verhalten als Chef, zu Hause, als Ehemann und Vater. Da kommen bei manchen Typen schon so Ansprüche raus, so Macho-Gehabe, Macht auszuüben. Die gibt es schon. Mir fällt übrigens auf, dass die Südländer, wir haben eine Menge Slowaken hier, dass die so ein merkwürdiges Macho-Gehabe zeigen. Auch Türken, ne? Wir auch das korrigieren dann, wir weisen darauf hin. Nicht? Aber der Beginn bei einer Therapie ist immer dem Gast, wir sagen Gast, nicht Patient, ne? Dem Gast klarzumachen, worunter leidest du, wo ist dein Leidensdruck am größten? Das wissen wir oft gar nicht. Ne? Da müssen wir suchen. Wie heißt dein Rumpelstilzchen? Ohne einen Namen können wir keine Macht haben. Du musst dein Rumpelstilzchen kennen. Nicht? Dann können wir verfügen drüber. Ne?
Und dann wird also überlegt, 3 Tage lang, bis sie herausgefunden haben, das ist mein Problem. Und manche haben mehrere Rumpelstilzchen. Dann müssen wir schauen, wo fangen wir an für 3 Wochen. Allmachtsgebaren, ja, in der Gruppe kann ich zeigen, dass jemand sich dominant verhält, sich für den größten King hält. Aber das tut er nur, weil er sich nicht für liebenswert genug hält und Bewunderung sucht. Ich sage ihm dann, mach dich nicht so groß, so klein bist du gar nicht. Aber er weiß es nicht. Ihm wurde nie gesagt, wo er begabt ist. Die deutsche Erziehung lief immer noch ab mit, du kannst das nichts, lass das, halt den Mund, sei still. Das ist eine Kränkung des Kindes, die viele Erwachsene heute noch haben. Man merkt es daran, dass sie immer so spät kommen, dass sie rechthaberisch sind, dass sie rasch beleidigt sind, sehr schnell gekränkt, lange nachtragend, Sündenböcke suchen und die Verantwortung abgeben. Das sind Symptome eines gekränkten Kindes. Sie sprechen von Leidensdruck und Sie sprechen von Sündenböcken. Und in diesem Zusammenhang kommt mir auch wiederum ein Buch von Horst Ebert Richter in den Sinn, das er überschrieben hat, wer nicht leiden kann, muss hassen. Nicht? Und er sagt in dem Zusammenhang, dass der Mensch versucht, seinen Leidensdruck sozusagen abzulegen und seine Schuld auf den anderen projizieren möchte und den anderen sozusagen zum Sündenbock macht. Das macht aber nur, um sich zu befreien. Ja. Er möchte aus der Opferrolle raus und rutscht in die Täterrolle. Ja. Es ist keine Beleidigung der Person. Ich sage Leute, wenn ihr gekränkt werdet, es ist nicht persönlich gemeint. Ja, ja, ja. Der meint jemand anderen. Ja. Ne? Er möchte aus der Rolle raus. Und so wird das Opfer zum Täter, der zum Opfer. Nicht? Und diese Erkenntnis, dass Kränkungen nie persönlich gemeint sind, die kann den Leuten helfen, den anderen zu verstehen. Aber gleichzeitig zeigt eigentlich auch dieses Symptom, dass der autonome Mensch, also der von Gott losgelöste Mensch, nicht mehr weiß, wo er mit seiner Schuld hingehen soll und darum muss er sie projizieren. Und hier setzt doch wunderbar unsere Christusbotschaft ein. Mir kommt in dem Zusammenhang ein Satz von Heinz Zahnd, ein bekannter evangelischer Theologe, der nicht mehr lebt, in den Sinn. Er sagt, der Unterschied zwischen den nicht christlichen Weltreligionen und der christlichen Religion liegt darin, dass in den nicht christlichen Weltreligionen der moralische Anspruch gilt, Mensch sei gut. Und im christlichen Glauben der therapeutische Ansatz steht, Mensch, ich bin dir gut. Ich finde eigentlich diese Unterscheidung sehr schön. Ja, Mensch sei gut, man appelliert also an seine Moral, reißt sich zusammen, versuche gut zu sein. Und im christlichen Glauben, Mensch, ich bin dir gut. Worin sehen Sie hier den entscheidenden Unterschied? Nun, wenn ich einem Dieb, Verbrecher, Mörder und Tunichtgut zu verstehen gebe, ich bin dir gut, egal was du tust und wer du bist, wird er gut. Er wird verändert. Ja. Wenn ich sage von Anfang an moralisch, Mensch, sehr gut, dann ist es eine Blockade. Ich muss immer gut sein, wird was leisten. Ja. Nicht? Und so ist es wichtig im Christentum, Gott liebt dich so, wie du bist. Du musst gar kein anderer werden, um geliebt zu sein. Und das ermöglicht dir, anders zu werden. Mhm. Das ist der Trick bei der Geschichte. Denn die Idee Jesu war ja auf den Kopf gestellt. Genau. Bitte für die, die dich verfluchen, wenn dich jemand zwingt, dich zu begleiten, eine Meile, geh 2 Meilen mit, klaut er dir die Hose, gib das Hemd dazu. Also völlig andersrum. Und nur das verändert den anderen, nur das. Mhm. Appelle an den Willen und besser sein und gut sein, das ist es nicht. Mhm. Unsere Gefängnisbestrafungen werden den Leuten auch nicht helfen. Mhm. Es ist im Grunde genau diese Liebe, nur das braucht Zeit. Wir wollen sofort Erfolge sehen und entziehen dann die Liebe. Wenn du nicht, dann. Mir hat ein Student gesagt, ich habe 2 Masken an. Und wenn man mir die runterreißt, habe ich zur Vorsicht noch eine andere. Denn was ich sage und tue, bin nicht ich. Ich schlage sogar nach dem, was ich ersehne, paradoxerweise. Und bitte, wenn Sie mir die Maske runterholen, machen Sie es behutsam. Ich habe Angst, demontiert und gekränkt zu werden. Das war schon eine tolle Aussage an Studenten. Also das war eine gute Selbstanalyse. Und wir haben alle Masken an aus Angst,
die Liebe zu verlieren. Die Sympathiesuche ist dermaßen groß. Und viele fromme Christen sind nur deswegen so fromm und gut, weil sie im Grunde Angst haben vor Sympathieverlust. Sie können nicht mehr kämpfen, sie können nicht fair streiten, sie können sich nicht abgrenzen, sie können nicht wütend sein. Alles Sünde. Die Folge, sie wirken unecht und unlebendig. Da war die Therese von Avila für mich ein Vorbild. Die hat mal auf den Tisch gehauen, hat mal klare Worte gesagt. Nicht? So ganz farblose, fromme Menschen, die ihre Gebote und brauchen als Richtlinien, aber die nicht spirituell sind. Spirituell ist eine innere Weite, fromm ist eine Enge. Die brauchen Verbote, Gebote und Vatikan und Rom. Der Spirituelle braucht es nicht. Ich finde in diesem Zusammenhang den Satz von unserem Kirchenvater Augustin sehr hilfreich. Nachdem er die Liebe Gottes erfahren hat, spürt er, dass das mit einer Freiheit verbunden ist. Und er sagte den Satz, liebe und dann tue, was du willst. Amen, quod facvis. Ja. Von vielen oft falsch verstanden. Ja, natürlich. Ja, das ist richtig. Ich bin also erzogen worden ohne Schläge und Druck und Schreierei und was ihr Kuckuck. Und beim dritten Sitzenbleiben wurde nicht gesagt, du gehst uns jetzt von der Schule. Die Lehrer sagten, er schafft das nicht. Die sagten, wir haben doch Zeit, der schafft es doch. Wir haben doch Zeit. Mit 23 Jahren Abitur gemacht, ich bitte Sie. Wen interessiert es heute noch? Und ich bin der Meinung, dass so ein Druck an der Schule, auch die guten Noten, soll man abschaffen. Das bringt nichts. Es gibt keine Auskunft über die späteren Lebensfähigkeiten. Überhaupt nicht. Wir haben auf den Straßen Genies rumlaufen, die keiner erkennt, weil sie nicht durften. Eine Katastrophe ist das. Nicht? Diese Ausführungen, die Sie jetzt zum Schluss gemacht haben, die zeigen eigentlich, dass Menschen, die jetzt nicht die Gottesfrage und die Sinnfrage und die Erlösungsfrage in ihre Therapie mit hineinnehmen, irgendwo in einer Sackgasse landen. Und das habe ich empfunden, als ich auch mit Horst Eberhard Richter darüber sprach. Er kommt da von Sigmund Freud her. Und er sagte mir, wissen Sie, je älter ich werde, umso mehr erkenne ich, dass wir ohne Gott irgendwo nicht mehr zurechtkommen. Und dann hat er mir etwas sehr Interessantes gesagt. Sie wissen, sagte er, ich bin der Präsident des Sigmund Freud Instituts und wir haben einen Nachlass gefunden von Sigmund Freud am Ende seines Lebens und der hält er sich brieflich mit Albert Einstein, dem bekannten Naturwissenschaftler, über die Frage, ob es für die Menschheit eine Überlebenschance gäbe. Und nun hören Sie zu, dieser Freud, der die Religion für eine Zwangsneurose hält, sagt am Ende seines Lebens, wir haben nur noch eine Überlebenschance, wenn wir zurückkehren zur christlichen Nächstenliebe, von der Sie gerade gesprochen haben, und dann haben Sie auch von der Bergpredigt gesprochen und von der uns zu der christlichen Feindesliebe. Wenn wir das nicht tun, haben wir keine Überlebenschance. Das heißt, das ist eine Bankrotterklärung der sogenannten Tiefenpsychologen, die die Höhenpsychologie ausgeklammert hat. Und am Ende ihres Lebens merken sie, dass sie sich selbst betrogen haben. Da gehe ich ganz konform. Das ist so. Und wir müssen nur klug vorgehen, dosiert, wie dosiert, rasch, langsam muss ich bei der und der Person vorgehen, um nicht zu überfordern. Mhm. Man kann durch Überforderung viel kaputt machen. Eher langsam als zu schnell. Mhm. Ich muss mal sogar bremsen. Hier kommen Leute her, die wollen am ersten Tag sofort schon den großen Segen und da Vorsicht, Vorsicht. Mhm. Dann bekommen sie aber erst nach 3 Wochen, mal langsam machen, nicht? Und dann kommt der Abschluss nach 3 Wochen, ein Segnungsgottesdienst mit Handauflegen und Gebet, mit Sakrament der Krankensalbung, mit einem großen Heilungsgebet hier im Raum. Da fließen nochmal reichlich Tränen. Und es kommen die Evangelischen, die Freikirchen, die Moslems, alle sind dann da. Alle. Nicht? Und da erzählen hinterher alle, das war für mich der Höhepunkt. Denn nach einem Jahr bekommen alle einen Fragebogen zugeschickt mit 5 Fragen, mit der Bitte, nach einem Jahr Abstand das zu bewerten. Was war gut für Sie, was war nicht gut und so weiter. Woher wissen wir, dass das Modell stimmt? Es stimmt seit 25 Jahren, es stimmt. Es ist einfach stimmig und es bleibt so.
Wenn Sie diesen Aspekt vielleicht noch mal kurz zusammenfassen und ich Sie bitten möchte, dass Sie Ihre Formulierung, wir brauchen eine Christustherapie, vielleicht noch einmal konkretisieren. Um eine Therapie erfolgreich machen zu können, meine ich, braucht man durchaus die Angebote der Bibel, Vergebung, Selbstakzeptanz, Gutsein und so weiter, nicht zu schnell. Ich muss auch gar nicht von Gott und Christus fromm sprechen. Der muss gar nicht vom Namen her vorkommen, aber die Idee muss vorkommen. Der Gedanke muss gelebt werden und vorkommen. Und dann kommen alle drauf, ja, das ist doch biblisch, was Sie da sagen. Richtig, es ist biblisch. Mhm. Dann kommt Neugier auf die Bibel auf, die ich auch den Leuten dann empfehle. Wir haben auch schon mal auf Wunsch der Teilnehmer 2 Glaubensstunden eingebaut. Die meisten wollen noch eine Information, eine Katechese, eine späte Aufklärung. Und die ist sehr heiß. Da kleben sie an. Da wollen sie alles schriftlich haben. Das heißt für mich, da fehlt katechetische Kenntnis, da ist Sehnsucht, da ist ein Schwamm noch ganz trocken. Das bieten wir jetzt an. Also Christotherapie ist richtig, nur ich vermeide oft fromme Begriffe. Da bin ich eher so etwas asketisch und wohldosiert. Ich bin nicht der fromme Typ, ich bin eher so der, der das fromme profan verkauft. Ich bin ja auch eher Kabarettist, der das Ganze mit Humor verpackt und nicht direkt mit Gott kommt. Den Leuten gefällt es, aber nicht allen. Nur Gott, ich kann ja allen gerecht werden. Nicht einmal Gott kann allen gerecht werden, wie tröstlich. Und deswegen meine ich, wie das jetzt heißt, Christotherapie, Versöhnungstherapie, Hagiotherapie, das ist egal. Hauptsache, das Ziel der Therapie ist letztendlich die Bemühung um Versöhnung. Sei es mit sich selber, sei es mit den lebenden wie toten Tätern, die mich gekränkt haben, sei es mit Gott, der es mir zugemutet hat. Ich muss mich versöhnen auf allen Ebenen. Dann kann ich ruhig leben und eine Krankheit, die unheilbar ist, ertragen. Aber dass doch die Christologie für Sie die entscheidende Grundlage ist, dass Jesus für Sie der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Auf jeden Fall. Ich musste einen Kollegen ja entlassen, der die Esoterik verkündete, die Reinkarnation verkündete. Einer hat sogar mit Buddha kam daher. Das geht nicht. Das polarisiert. Die Gäste merken das. Die kommen ja aus der ganzen Welt deswegen zu uns, weil sie wissen, hier wird eine christlich orientierte Therapie angeboten. Ja. Die kommen gerade deswegen. Ja. Nicht? Ja. Muss auch den Erwartungen gerecht werden dann. Und dann bieten wir auch die Beichte an. Die wollen die sogar haben, die fragen danach. Nicht? Im Grunde ist dann für viele Leute hier, die so 40, 50 Jahre alt sind, nach vielen Jahren der Abstinenz wieder eine kirchliche Praxis gewonnen. Die finden dann zurück und den Weg, die Kurve kriegen sie wieder. Ne? Insofern kann man sagen, die Therapie ist eine doppelte Schiene. Und das ist für uns ja sehr erfreulich. Die Therapeuten sind zum Teil Ordensleute. Frauen, die Männer und doppelt ausgebildet. Das heißt, es muss kompatibel sein. In diesem Zusammenhang weisen Sie darauf hin, dass Jesus nie gesagt hat, ich habe dir geholfen, sondern dein Glaube hat dir geholfen. Was bedeutet das für den Heilungsprozess? Das bedeutet, dass der Patient von sich aus eine Bereitschaft, eine Glaubensoffenheit mitbringen soll, Zweifel sind gestattet, und nicht meint auf automatischen Knopfdruck, dass das jetzt funktioniert, weil der jetzt da betet. Das geht nicht. Sondern er muss auch bereit sein zu kommen. Und manche sind erst nach 3 Wochen unter großen Tränen bereit, wenn sie das letzte Geheimnis, das sie zurückgehalten haben, uns offenbaren. Und dann kommt das heraus, und ich bin dann auch dankbar dafür, dass Sie das erkennen und sagen, jetzt habe ich erst begriffen, was das bedeutet, mich als Christ zu öffnen. Ich hatte immer Angst davor, ausgelacht zu werden oder Angst davor, dass das alles nicht stimmt. Ich habe es verloren, ich habe mich entfremdet von der ganzen Geschichte. Hier habe ich neuen Zugang gefunden, einen angstfreien neuen Zugang. Mit diesem Gott kann ich mich versöhnen. Und was würde dann diese Formulierung bedeuten, dein Glaube hat dir geholfen? Das bedeutet, dass nicht die eigene Leistung da ist, aber auch nicht Gott selbst es macht, sondern der Mensch durch seine Offenheit auf Gott hin
Gott wirken lassen kann. Gott kann nur wirken, wenn ich mich ihm öffne, sonst blockiere ich ihn ja. Und zum Beispiel eine Unversöhnlichkeit, Rachsuchtgedanke, blockiert das Heilen Gottes. Du kannst Wallfahrten machen bis zum Anschlag, das wird dir nichts nutzen, du musst dich versöhnen. Du musst den Glauben haben, dass Gott dich liebt, dass er dir verzeiht. Das ist natürlich insofern schwierig, der Glaube ist eine Gnade. Ich kann ihn nicht machen. Ich kann das Geschenk erbitten, aber ich kann ihn nicht auf Knopfdruck bestellen. Da tut sich manche schwer. Wir müssen das offen lassen dann. Viele Menschen sehen sich danach, dass sie einen ganz persönlichen Zugang auch zu Gott, zu Jesus Christus haben wollen. Ich weiß noch, als Peter Maffay mich mal fragte, kannst du mir sagen, warum du an Gott und an Jesus Christus glaubst? Ich habe ihm damals kurz vor seinem Konzert gesagt, Peter, du singst in deinem Lied, woran glaubst du? Ist es Gott oder der Teufel, dem du dein Herz verschrieben hast? Und im Refrain heißt es, wer verzeiht mir, wenn ich mir selbst nicht mehr verzeihen kann? Wer nimmt mich an, wenn ich mich selbst nicht mehr annehmen kann? Und wer nimmt mir die Angst, wenn ich mir selbst die Angst nicht mehr nehmen kann? Und dann sagte ich zu ihm, machte kleine Pause, schau mal, diese Fragen kannst du dir in bestimmten Situationen nicht selbst beantworten. Aber das ist meine Erfahrung, dass Christus mir oft die Angst nimmt, die ich mir selbst nicht nehmen kann, dass er mich annimmt, wo ich mich selbst nicht mehr annehmen kann, und dass er mir die Schuld vergibt, wo ich mir selbst die Schuld nicht vergeben kann. Und in dem Augenblick klopfte es an die Tür und die Manager waren völlig am Ende, weil Peter Maffay längst auf der Bühne hätte stehen müssen und der Superstar saß immer noch mit mir da und wir da unterhielten uns. Und ich wurde an dieses Jesuswort erinnert, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten. Und ich sagte zu ihm, schau mal, deine Manager wagen nicht hereinzukommen, weil du nicht herein sagst. Du lässt sie draußen stehen. Gott erwartet, dass wir ihm auch unsere Herzenstür öffnen und eine Entscheidung für ihn treffen. Und das ist oft das Problem, könnte ich mir vorstellen, auch Ihrer Klienten hier im Haus und anderswo, dass Leute die Sehnsucht haben, auch mit diesem Jesus von Nazareth ins Gespräch zu kommen. Und hier könnte ich mir vorstellen, hilft Ihr Don Camillo, wie er mit Jesus ins Gespräch kommt. Unbedingt. Unbedingt, weil diese Figur ist für jeden geeignet. Selbst die ungläubigsten, kirchenfernsten Typen sind dann immer neugierig, ja, was wird der Gott denn da jetzt da sagen? Nicht? Mhm. Denn Camillo ist ja eine Figur, die wir alle sind. Der tut ja Fragen stellen, die wir haben. Mhm. Nicht? Ganz ungeniert. Und Gott gibt Antworten, oft auch tiefgründig, nicht nur so oberflächlich, und spiegelt. Das lässt nachdenklich werden. Ich habe 20 Dialoge geschrieben und muss sagen, da gibt es schon ein paar Antworten, da wird man wirklich sehr nachdenklich. Etwa die berühmte, berüchtigte Frage, ja Herr, der kleine Petro, das einzige Kind der Eltern, ist überfahren worden. Wie konntest du sowas zulassen? Wie erkläre ich das den Eltern denn jetzt? Du guter Gott. Camillo, auch ich leide darunter. Aber Erklärungen führen nicht zum Glauben. Vertrau mir, er ist jetzt bei uns, er ist bei mir jetzt, Fürsprecher im Himmel. Sag das den Eltern, dass Erklärungen den Glauben nicht gefördert haben und nie. Ja? Deswegen hat Jesus nie über den Glauben diskutiert. Nie. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Und die Schwierigkeit ist immer in der Vermittlung des Glaubens, rein kognitiv, das bringt nicht viel. Das ist eine Wissenserfahrung, aber den Glauben ist auch affektiv im Herzen erfahren. Und von dort bis da, das ist der deutsche Umweg. Das dauert ein Leben lang. Gott hat Zeit, wir wahrscheinlich nicht. Und wenn die Gäste hier spüren, dass die Therapeuten keinen Druck ausüben, dass dieses klösterliche Haus nicht mit Gott erschlägt, dass Freiheit in der Auswahl besteht, dann atmen die auf. Dann erfahren sie zum ersten Mal, ja, hier kriege ich Luft. Bischöfe schicken oft die Pfarrer zu uns. Die hannoveranische Kirche schickt ihre evangelischen Pfarrer auch zu uns. Die haben uns gesagt,
die kommen bei uns, die kommen geheilt zurück. Ja. Wir schicken sie zu Ihnen jetzt, okay. Sie wissen, dass Münster Schwarzach ja Ähnliches hat, nur auf längere Sicht, Münster Schwarzach nicht, hat ja ähnliches Programm, aber auf längere Sicht. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie lange es noch gut geht. Die Kassen zahlen leider nicht, obwohl sie mir gesagt haben, tolles Modell, aber nur gut. Wir machen das dann so, für die finanziell schwächeren Patienten gehen wir dann schon mal ein bisschen runter im Satz, kommen denen entgegen, weil reiche Patienten den Topf einzahlen. Auf die Weise können wir das ausgleichen, es geht nicht immer so. Wir sind angewiesen auf Spenden, gar keine Frage, und arbeiten ja nicht gewinnbringend, wir arbeiten kostendeckend, schwarze Null. Weil die Therapeuten auf 20% ihres Honorars verzichten. Das wäre sonst nicht machbar. Das ist auch schon mal erwähnenswert. Ich komme auf eine etwas provozierende Frage. Neulich las ich etwas von den Monty Python. Das ist ja so eine Komikergruppe aus Großbritannien, die den schwarzen Humor propagiert. Und von ihnen kommt dieses Lied »Look always on the bright side of life«. Schau immer auf die helle Seite des Lebens. Ich könnte mir vorstellen, dass uns jetzt vielleicht einige militante Atheisten, die uns vielleicht zugehört haben, sagen, was habt ihr eigentlich für Probleme da gerade miteinander gesprochen? Das Schuldproblem und das Gottesproblem und die Ängste und was nicht alles. In diesem Lied Look Always on the Bright Side of Life heißt es in einer Strophe, vergiss deine Sünden, gib dem Publikum ein Grinsen, genieße dein Leben, es ist deine letzte Chance. Und am Ende heißt es, du kommst aus dem Nichts und du gehst in das Nichts, nichts ist nichts, Ende der Fahnenstange. Atheisten könnten jetzt sagen, du lebst viel unbeschwerter, wenn du eben deine Sorgen vergisst und nicht zum Psychotherapeuten gehst oder zum Seelsorger, was soll's? Das wird nicht funktionieren. Deswegen nicht, weil der innere Friede nicht sich einstellt. Diese Ideen sind alle nichts Neues, sind oberflächlich auch, nichts ist nichts und so weiter, lebt mein Leben. Das ist mir zu dünn. Die meisten sehnen sich nach einem Sinn, nach einer Sinnhaftigkeit und nach der Gerechtigkeit, die es ja hier auf Erden nicht gibt. Diese Gedanken kommen oft erst spät bei manchen Leuten, wenn sie in einer Krise stecken. Dann zeigt sich jetzt, was hat Bestand gehabt in deinem Leben. Nicht? Dann kommen die auch oft zurück zur Kirche. Ja? So ein Bogen spannt sich das. So kann jemand nur reden, der jetzt, sag mal, oberflächlich ist und im Grunde nicht den Tiefgang da schöpft. Aber abgesehen davon, ich glaube nicht, dass Atheisten die Sendung jetzt hier sehen. Die werden abschalten. Sondern dass eher vielleicht sehr gute, fromme Leute die Sendung sehen. Ich bin nämlich der Typ, der, so glaube ich, berufen zu sein, mit meinen Gaben, die Gott mir geschenkt hat, jene ansprechen soll, die auf der Suche sind, aber oft sehr eng, sehr falsch und ängstlich. Ich fühle mich weniger berufen für die, die absolut atheistisch sind, denn die kenne ich gar nicht. Es gibt in meinen Augen keinen Ungläubigen. Es gibt keinen Ungläubigen. Er glaubt, dass es Gott nicht gibt. Er glaubt, was es ihn gibt. Beide glauben. Und der an Gott glaubt, hat die besseren Chancen. Nicht? Denn wenn es ihn gibt, ist okay. Wenn es ihn nicht gibt, ist ja eh schon mal wurscht. Da kann man ja leben, wie man will. Aber die Frage ist immer, wo bleibt die Gerechtigkeit, die uns Gott zugesagt hat, die auf Erden nicht gibt? Wenn das Schluss wäre mit dem Tod, dann können wir leben wie die Idioten. Dann ist eh die wurscht. Danach kann ich mich nicht richten. Das ist nicht mein Stil. Glaube ich nicht. Keine Religion glaubt das. Ich glaube, das größte Problem, das schreiben Sie auch in Ihren Büchern, ist die mangelnde Versöhnungsbereitschaft. Ich habe also im Zweiten Weltkrieg den Zusammenbruch unter den Russen erlebt, habe auch darüber mal ein Buch geschrieben und wir haben Schlimmes erlebt. Meine Mutter ist vor meinen Augen vergewaltigt worden, meine 12-jährige Schwester. Meine Großmutter verbrannte, mein Großvater verhungerte. Und dann schreiben mir Leute, wie können Sie diesen Menschen, die so viel Leid über ihre Familie gebracht haben, vergeben? Ich werde damit nicht fertig. Das ist jetzt nur
ein Beispiel. Und man sagt, dass diese mangelnde Versöhnungsbereitschaft gerade bei dieser Kriegsgeneration plötzlich wieder aufbricht und die Leute, weil sie nicht bereit sind, auch ihren Feinden zu vergeben, mit ihren Neurosen und mit ihren Ängsten nicht mehr fertig werden. Dann frage sofort zurück, wie ging es denn dir, wenn du der Täter bist und hoffst, dass die anderen dir verzeihen? Ja. Wie geht es dir dabei? Ja. Außerdem müssen wir unterscheiden zwischen Vergeben und Versöhnen. Das sind zwei Paar Schuhe. Ne? Und wenn Jesus am Kreuz sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, wenn er es doch schon mal vorführt, weil er in diesen Tätern auch Opfer sieht, wenn sie es nicht können und nicht wollen, dann wage ich zu sagen, dass sie unter Umständen ihre Kränkung als Waffe einsetzen möchten. Und das ist unfair. Wenn sie beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, tun sie es denn? Wahrscheinlich nicht. Sie werden keinen inneren Frieden finden, wenn sie nicht zumindest anpeilen den Versuch einer Vergebung. Vergeben heißt abgeben. Gott sorgt für Gerechtigkeit. Sie müssen keine Rache üben. Aber sie kommt nicht auf Erden. In der Gewissheit kann ich ruhig leben. Martin Luther King hat mal das schöne Wort geprägt, das Kreuz ist das ewige Zeichen dafür, wie weit Gott gehen will, um eine zerbrochene Gemeinschaft wieder herzustellen. Ich denke, das ist auch unser therapeutischer Ansatz. Leider ist unsere Zeit vorbei und ich möchte Ihnen zum Schluss noch eine Frage stellen, die zusammenhängt mit einer Bemerkung, die ich gefunden habe am Ende Ihres Buches unter dem Titel »Ich habe dich gerufen«. Da zitieren Sie Martin Gutel, und zwar seine Gedanken über Glaube, Liebe und Hoffnung, von denen Sie sich angesprochen fühlen. Und ich möchte diese Grundbefindlichkeiten unseren Zuschauern vorstellen und Sie um einen kurzen Kommentar bitten. Da schreibt Gutel, wenn der Glaube sich nicht durch Zweifel und Krisen hindurchringen muss, bleibt er schwärmerisch und wirklichkeitsfremd. Das ist wohl wahr. Ich erlebe immer wieder Menschen, die sind so gläubig, so unkritisch, schwärmerisch, so charismatisch. Da gibt es gar keine Zweifel. Da gibt es gar keine Krisen. Das ist unglaubwürdig. Die können gar nicht reifen. Wir reifen erst durch die Krisen. Und wenn die keine hat, dann weiß ich nicht, wie der wachsen möchte. Ja? Das Martin Gutel hat das sehr gut gesagt. Das ist genau richtig. Und wir müssen auch, die Eltern müssen den Kindern auch die Krisen gestatten. Wenn sie ihnen wegnehmen aus falsch verstandener Liebe, dann können die Kinder nicht reifen. Ich erlebe oft Patienten, die sind überhaupt vollkommen nicht krisenfest, nicht resistent genug. Die kippen um bei der kleinsten Frustration. Die haben nie gelernt, vom Wind mal gebeutelt zu werden. Die konnten nie tief wurzeln, weil kein Wind da war. Deswegen meine ich, Gott soll das euch zulassen aus Liebe. Ich kann jetzt rückblickend auf meine ganzen Krisen sagen, ich danke Gott, dass das alles zugelassen hat. Es hat mir geholfen, mein Leben zu gestalten, wenngleich ich alles drin gesteckt habe, stinksauer war. Aber jetzt verstehe ich das. Sie schließen nach diesem Zitat, das Sie hier in Ihrem Buch bringen, mit den Worten, und die möchte ich gerne unseren Zuschauern zum Schluss noch einmal vorhalten, nur im Schmerz wächst der Mensch. Der endgültige Sinn wird erst am Ende gültig. Wenn uns die Augen zugehen, werden sie uns aufgehen. Danke, Pater Müller, für Ihre großartigen und hilfreichen Erkenntnisse. Ich denke, das war eine sehr eindrucksvolle psychotherapeutische Sitzung. Gott segne Sie und Gott segne Sie, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal.